Was ist gemeint mit Vernetzung als Erfolgsschlüssel? Das ist ganz simpel. Gemeinsam lassen sich Ziele schneller und effektiver erreichen. Elementare Basis für gemeinsamen Erfolg ist nach meiner Überzeugung, umeinander zu wissen, sich zu kennen und zu verstehen, Vertrauen zu entwickeln, miteinander zum allseitigen Nutzen Dinge zu gestalten. Und das gilt nach meiner Überzeugung branchenübergreifend. Warum ist Vernetzung wichtig? Nehmen wir drei Schwerpunktbranchen der Region: Automotive, Logistik, Informationstechnologie. Sie funktionieren nur im eng verzahnten Miteinander erfolgreich. Es gilt somit herauszufinden, welche innovativen digitalen Lösungen gibt es für Sie, wem nutzen Sie wie, wie lassen Sie sich umsetzen und wie kann man wichtigen Aspekten wie Datenschutz und Informationssicherheit Rechnung tragen. Dazu müssen die beteiligten Akteure miteinander ins Gespräch kommen. Wie erfolgt branchenübergreifende Zusammenarbeit im Cluster IT Mitteldeutschland? Wir verzahnen die regionalen Wirtschaftsakteure branchenübergreifend. Auch kooperieren wir mit lokalen und regionalen Netzwerken der IT und stehen in regem Austausch mit regionalen Wirtschaftsinstitutionen, Bildungseinrichtungen und Hochschulen. Unter dem Vernetzungsgedanken sind wir Mitveranstalter des IT-Trendkongress 2020. Er wird vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Sachsen-Anhalt, dem Automotive Cluster Ostdeutschland und dem Verband Maschinen- und Anlagenbau Ost am 10. November in Halle ausgerichtet. Wenn Sie mehr wissen möchten, lesen Sie unser Factsheet.